Herr Dr. Bonelli, ich freue mich außerordentlich, dass ich heute hier mit Ihnen gemeinsam sitzen darf. Sie haben ein wirklich großartiges Buch geschrieben, Bauchgefühle, in einer Zeit, es könnte nicht passender sein. Ja? Ja, und ein riesiges Kapitel widmet sich dem Thema Aggression. Und wenn ich mir so anschaue, was gerade passiert, weltweit in vielen Ländern, aber auch in unserer Gesellschaft, dann ist es genau das Wort der Stunde. Ich erinnere mich, also ich weiß, Ende 2015 habe ich das zum ersten Mal so wahrgenommen, wie die Leute im Zuge der Migration, der Flüchtlingswellen eben sich so verändert haben. Ich habe unglaublich viel Feindseligkeit, Hass gespürt. Ich konnte mir das gar nicht erklären. Also man konnte nicht mehr normal mit den Leuten reden. Du siehst das so, ich sehe das so. Richtig. Es war unmöglich. Ja. Warum? Warum? Ja, also erstens einmal, es eskaliert. Und die Leute sind eskalationsfreudig geworden. Also wir haben lang ausgeglichen und haben versucht, mit allen zu leben. Wir haben ja auch im europäischen Raum unheimlich viel Blut schon verspritzt wegen Auffassungsschwierigkeiten. Also 30-jähriger Krieg, da waren nur Katholiken gegen Protestanten und die haben sich umgebracht, also richtiggehend umgebracht. Ich meine, hier waren sogar die Schweden, nicht? Und da haben, also unglaublich. Und das haben wir versucht, irgendwie zu kaschieren. Da waren diese schrecklichen Weltkriege, aber jetzt ist schon zu lang ruhig. Und die Leute, glaube ich, wissen gar nicht mehr, wie schlimm diese Aggression werden kann. Ich nenne das ja den aggressiven Komplex, weil es ja ganz viele Facetten der Aggression gibt. Prinzipiell ist bei jeder Emotion und auch bei der Aggression, muss man sagen, das hat sein Gutes. Aggression braucht man bis zu einem gewissen Grad, um eine Grenze zu setzen für einen aufdringlichen Menschen, der über die Grenze geht. Aggression hilft auch, was weiß ich, die Familie zu beschützen oder irgendwelche Angriffe abzuwehren. Das braucht man bis zu einem gewissen Grad. Also eine innere Aggression ist auch eine Form von Stärke. Also eine Aggression, die gut in der Balance bleibt und eben auch einhergeht mit Respekt für den anderen und Nächstenliebe, glaube ich, die hat, das ist was sehr Wertvolles, nicht? Das ist auch was sehr Starkes und was Wertvolles, aber das meine ich nicht, sondern unsere Gesellschaft schlittert in eine Abwertung hinein. Das ist eine Form der Aggression, die sehr narzisstisch ist. Das heißt, du bist weniger wert, du bist für mich nicht so wertvoll. Ja, das wird so nicht gesagt. Eine Abwertung der anderen Person, aber vor allem der anderen Meinung. Also das nehme ich sehr stark wahr. Sie haben recht, 2015 war das wirklich schon zu spüren, aber 2021, 2022, also jetzt, also in den letzten Jahren, ist es extrem geworden. Also man kann sich ja also über fast nichts mehr unterhalten, ohne dass nicht einer völlig ausflippt. Also erlebt habe ich das einmal, habe ich einen Vortrag gehalten über Burnout, einen völlig friedlichen Vortrag, habe das erklärt und nachher ist eine Dame aus dem Publikum auch völlig ausgerastet, hat mich da 5 Minuten beschimpft, da waren 400 Leute drauf, wir waren alle sprachlos, wie man so aggressiv sein kann. Das ist neu. Ja, und der Motor ist sehr häufig die Empörung. Empörung ist auch ein narzisstischer Affekt, zu sagen, ich empöre mich, wie kannst du so böse sein, wo ich doch so gut bin? Die Empörung ist eben dieses das hat ein pädagogisches Element, ja, und eben auch ein ausgrenzendes, ja, also hinweg von mir, ja, du bist meiner nicht würdig, ja, wie kannst du nur, ja, so, ich meine, schau auf mich, so geht das nicht. Das ist, glaube ich, wenn man das so auf den Punkt bringt, dann ist es klar, dass das narzisstisch ist, aber das passiert im Alltag ständig. Also das heißt, wir können eigentlich nicht mehr sprechen über Gesundheitsfragen, nicht? Also Corona hat das verunmöglicht, aber ich meine auch Ernährung. Ich meine, wenn Sie in die falsche Gesellschaft geraten und Sie essen ein Schnitzel, dann sind Sie unten durch. Fleisch essen, ja. Oder ich meine, beim Klima, da gibt es auch, also da gibt es keine Spielräume mehr, nicht? Und viele Familien sind entzweit oder Krieg, also ist jetzt, also dass Russland schuld ist, glaube ich, da sind alle, aber wie ist das jetzt genau zu beurteilen mit der Ukraine? Da gibt es keinen Millimeter Spielraum mehr. Also das heißt, diese Meinung ist bei mir noch erlaubt und alles andere ist schon ganz, ganz böse.
Und die Terminologie, die erschaffen wurde in den letzten 3 Jahren, um Andersdenkende abzuwerten, das ist ja diabolisch. Weil man über solche Bösewichte gar nicht, diese Argumente muss ich gar nicht mehr nachdenken. Ja, eines davon ist Verschwörungstheorien. Wenn jemand ein Verschwörungstheoretiker ist, dann darf ich gar nicht über seine Argumente nachdenken, weil die sind ja sicher. Oder Fake News, ja. Also ich komme manchmal mit Studien und sage, schau mal, das ist die Studie XY im New England Journal, eines der wichtigsten Journals der Welt. Dann sage ich, ja, das ist Fake News. Aber damit ist das Thema zu Ende. Also dem kann ich nicht erklären, du pass auf, das ist also New England Journal, das ist Fake, vorbei. Ja? Also das ist Game Over, nicht? Also das ist so, das ist wie ein Schnitt zu seinem Gehirn, ein Denkverbot. Also wir haben unfassbar viele Denkverbote bekommen in den letzten Jahren. Also was die Geschlechterbeziehungen betrifft, sowieso nicht. Die ganzen Sprachregelungen, die immer neuer und komplexer werden, das hat alles eine Nulltoleranz. Also mir scheint, wir schlittern in eine Gesellschaft der totalen Nulltoleranz. Das heißt, nichts darf sein links und rechts von mir. Also ich bin sehr tolerant, die Menschen glauben noch immer, dass ich sehr tolerant bin, aber ich toleriere nur, was genau meiner Meinung ist. Das toleriere ich. Ne? Und diese Menschen verstehen nicht, dass Toleranz ja nicht heißt, dass alle einer Meinung sind, sondern Toleranz heißt ja, ich halte aus, dass du was anderes sagst. Aber genau dieses Aushalten geht gar nicht mehr. Das haben wir total verloren. Und das ist bei der Migration hat das begonnen, da haben Sie recht, tatsächlich, das habe ich so noch nicht behirnt. Und warum? Was ist der Motor dahinter? Angst. Aber ganz stark wurde es da mit Corona, weil was ist der Motor dahinter? Angst. Angst macht intolerant. Und Angst macht aggressiv. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass quasi Klugheit die Lösung ist. Also quasi, wenn jemand klug ist, dann merkt er, was da abgeht und kann das ändern. Nur da bin ich mir nicht sicher, weil wir sehen es im Fernsehen. Es gibt einen sehr berühmten, sicherlich sehr intelligenten Journalisten, Namen sind nicht wichtig, den ich wirklich schätze auf also intellektueller Ebene. Aber wenn ich sehe, wie der Leute, die ganz offensichtlich anders denken als er, vernichtet, andere hingegen, die so denken wie er, werden geradezu zu Tode gestreichelt, dann muss ich mich doch fragen, was ist da los? Ich muss doch selber sehen, ich muss doch reflektieren und selber sehen, dass ich da etwas mache, was einfach nicht in Ordnung ist. Und das passiert nicht. Das, was Sie hier beschreiben, also lassen wir mal diese Einzelperson außen vor, ist, aber was immer häufiger ist, ist das Phänomen, das ich nenne den moralischen Narzissmus. Der moralische Narzissmus ist deswegen so problematisch, weil er eben auf der moralischen Ebene daherkommt und sagt, das, was ich denke und was ich sage und was ich tue, das ist moralisch gut. Und was du denkst und machst und sagst, das ist böse. Also es ist nicht nur falsch, also du bist nicht im Irrtum, sondern du bist ein böser Mensch. Du bist also ich brauche keinen Respekt mehr vor dir haben. Nicht? Und das passiert. Ich glaube, dass die Person, von der Sie reden, dass die überzeugt ist, natürlich, dass sie recht hat. Das ist ja jetzt noch nicht so weit weg, weil die meisten Leute glauben, dass sie recht haben. Das ist aber, dass sich der Mensch überhaupt nicht mehr selbst relativieren kann. Und vor allem als Journalist muss man ja die Fähigkeit, genauso wie als Psychiater, muss man die Fähigkeit haben, aus dem Wertesystem auszusteigen und zu sagen, im Moment bin ich jemand, der berichtet, der holt sozusagen die Sachen raus aus dem jeweils anderen, aber er beurteilt nicht. Also viele Journalisten sind in den letzten 2 Jahren zu einem Haltungsjournalisten geworden. Das bedeutet, dass sie sozusagen nicht nur eine Information dem Konsumenten geben, sondern sie sagen ihm auch, wie er zu denken hat, also wie er zu urteilen hat, also was moralisch gut ist und was schlecht ist. Und da gibt es so kleine Wörter, so zum Beispiel der umstrittene XY oder ich meine, sie schreiben sogar rein, der Professor sowieso sagt das und das, aber das ist falsch, weil oder so irgendwie. Also die beginnen tatsächlich Wertungen hineinzubringen, was in der Psychotherapie ein absolutes No-Go ist, aber im Journalismus eigentlich auch. Und
das hat sich total gewandelt. Aber der Grund dafür, würde ich sagen, ist der moralische Narzissmus, kombiniert eben mit der Angst, dass man sagt, wir sind nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, sozusagen die falsche Meinung zu vernichten. Nicht? Und also wenn man dieses Phänomen sich anschaut auf YouTube zum Beispiel, da gibt es ja Algorithmen, die sagen, das ist eine Falschmeldung, die wird es gelöscht, aber da werden Sachen gelöscht, die sind unfassbar. Da werden Sachen gelöscht von den allerbesten wissenschaftlichen Studien, von den allerbesten. Wenn da die falschen Stichworte drin sind, wird das einfach weggelöscht. Und anderer Blödsinn ist da drinnen, also noch und nöcher, da gibt es überhaupt nichts dabei, nicht? Also ich glaube, also das Interessante ist, ich dachte immer, das Bauchgefühl, also Leute, die sich stark von den Bauchgefühlen leiten lassen, sind eher dumm. Aber jetzt sehe ich, auch hochintelligente Menschen machen das und das irgendwie. Ja, hochintelligente Menschen haben ja auch Bauchgefühle, nicht? Und haben auch ihre Bedürfnisse. Und gerade wenn eben dieses narzisstische Bedürfnis nach Bewunderung dazu kommt oder nach, wenn ich das sage, wenn ich das tue, dann bin ich ein besserer Mensch, dann ist es natürlich extrem verlockend, besonders für einen intelligenten Menschen, der vielleicht nicht besonders reflektiert ist. Wobei ich würde es unterscheiden zwischen jemandem, der wirklich intelligent ist und jemandem, der halt ein Studium hat. Das ist ja nicht unbedingt intelligent. Also ich habe sogar das Gefühl, dass diese intellektuelle Mittelschicht, die halt gerade so ein Studium abgeschlossen hat, aber trotzdem das Gehirn nicht sehr trainiert hat, dass die besonders anfällig sind für dieses Mitläuferartige, dass die einfach relativ unreflektiert in der Masse mitschwimmen, was prinzipiell nicht so gefährlich wäre. Gefährlich wird es eben dann, wenn es sich gegen andere richtet. Und das ist eben passiert. Und das passiert immer wieder und da hört es gar nicht mehr auf. Da haben wir ein echtes Problem. Die Frage ist halt wirklich, wie wir da als Gesellschaft hinauskommen. Naja, das ist wie beim Streit, nicht? Das ist einfach zuerst einmal, also die Methoden sind klar, Selbstrelativierung, Perspektivenwechsel, wiederholen, was meint eigentlich der andere, was könnte er gemeint haben, aber vor allem einmal, ich kann mich auch irren. Ja? Ich sage seit 3 Jahren ständig in dieser Pandemie, niemand hat die Wahrheit gebeachtet, sondern wir haben alle einen Anteil an der Wahrheit. Wir sehen einen Würfel und Sie sehen vielleicht 2 oder 3 Zahlen und ich sehe vielleicht auch 2 oder 3 und zusammen sehen wir aber mehr. Vielleicht sehen wir sogar alle 6 Zahlen zusammen, aber zumindest sehen wir mehr. Aber wir sehen nur dann mehr, wenn Sie mir glauben, dass ich die 6 und die 5 sehe und ich Ihnen glaube, dass Sie den 1 und den 2er sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt anatomisch stimmt, aber so vom Inhalt her, nicht? Und wenn ich Ihnen das nicht glaube, wenn ich sage, hier steht ein 6er und deswegen halt die Klappe, ja, dann werde ich nie zum Einser kommen. Und umgekehrt. Und in der Situation befinden wir uns. Also niemand hat die Wahrheit gepachtet, bedeutet Selbstrelativierung. Ich habe eine. Es gibt nur eine Wahrheit, zweifellos. Aber es gibt verschiedene Sichtweisen auf die Wahrheit und deswegen verwende ich das Bild von einem Würfel. Ja, also ich sehe den 6er und wenn ich aber gut zuhören kann, wenn ich weiß, das ist nur eine Sicht und das ist der Punkt, ja, dann weiß ich, es gibt noch eine andere Sicht. Nicht? Bei Corona war das klar, es gibt eine virologische Sicht, aber es gibt auch eine psychologische. Nicht? Das war nicht wirklich wahrgenommen. Ja? Zum Beispiel. Ja? Also das heißt, aber das ist bei allen Gebieten so. Es gibt die Sicht der Ukrainer, zweifellos, aber es gibt auch die Sicht der Russen. Und damit muss ich mich beschäftigen. Weil, also nicht, dass sie, ich heißt ja nicht, dass die alle recht haben, aber ich muss zumindest einmal, ich muss sowohl die Ukrainer als auch die Russen so wiederholen können, dass der Ukrainer und der Russe beide sagt, du hast mich richtig verstanden. Das ist der Beginn einer Verhandlung. Das sagen Sie, aber ich habe da eben mit einem Freund von mir gesprochen, ein Linksintellektueller, ein wirklich sehr gescheiter Bursch, und der sagt eben, nein, die darf man gar nicht erst hören. Ja, genau. Die darf man gar nicht erst hören. Und ich denke mir dann, ja, dann wird das eskaliert ja dann. Aber das ist genau das, was ich meine, die darf man nicht hören. Also dieser Satz kommt halt immer öfter. Auch in den Medien. Also die Meinung darf gar nicht mehr im Fernsehen auftreten. Ich rede jetzt nicht von rechts- oder linksradikal. Also das ist total, also das echt außen vor, ja. Aber innerhalb des demokratischen Rahmens ist es ganz wichtig, dass man verschiedene Meinungen präsentiert und eben nicht nur eine Meinung. Also, weil das Problem ist, dass wir nicht.
Und wahrscheinlich, also ich bin jetzt kein Experte für Ukraine, und wahrscheinlich ist die Situation wesentlich komplexer. Also zweifellos ist es ein Angriffskrieg und das will ich auch nicht in Frage stellen, ja. Aber ich würde sagen, also dass wir mal wahrnehmen, wie ist die russische Sicht oder was denkt so, also ich meine, es gibt ja nicht Russland und es gibt Putin, das ist ja auch wieder was Verschiedenes, das kann man ja auch wieder differenzieren, aber wir müssen differenziert auf alle Konflikte blicken, nicht nur auf die Ukraine, und aber auch Corona und alles Mögliche, Klima, alles nicht, also da glaube ich, und da ermangelt es uns. Ich glaube, bei Klimas wird es noch einmal griffiger, dass man sagt, also das ist eben moralisch so schlecht, also sich jetzt nicht um das Klima zu kümmern, dass wir das alles machen müssen. Und also abschalten von Atomkraftwerken und ich weiß nicht was alles, aber am Ende muss man sich überlegen, okay, aber wie geht das Leben dann weiter, nicht? Also wenn das alles, wenn das sozusagen ein moralischer Impetus ist und wenn wir das jetzt machen müssen, dann ist die Frage, wo kommen wir dann hin, weil einfach kein Abwägen mehr da ist, nicht? Das sind Bauchgefühle. Also ich würde sagen, wir sind in einer Zeit der starken Bauchgefühle und da ist Angst und Hass ganz vorne. Aber das Prinzip der Bauchgefühle ist eben, dass sie nicht abwägen, dass sie nicht differenzieren und dass sie sogar absichtlich, so wie Sie sagen, die Meinung des anderen darf man gar nicht hören. Aber das, was Ihr linksintellektueller Freund hier formuliert hat, das ist genau das, was ein Ehepaar im Streit sich denkt. Ich habe Recht, du hast Unrecht. Ich habe zu 100% Recht, du hast zu 0% Recht. Du bist schuldig, ich bin unschuldig. Genau so geht Streit. Aber genauso eskaliert Streit. Das ist das Prinzip des Streits. In Wirklichkeit ist das alles sehr grau. Und man darf sich mit dem Gegenüber zusammensetzen und überlegen, wie siehst du das? Ich kann ja dann auch immer sagen, du hast mich nicht überzeugt. Aber ich sollte zumindest einmal fähig sein, zu wiederholen, was meinst du eigentlich? Das gilt in der Ehe wie in der Politik. Die Frage ist hier gesellschaftlich auch, wohin führt diese Aggression, diese fehlende Toleranz? Wohin könnte das führen? Na, was mir jetzt noch einfällt, zum Beispiel immer mehr Parteien innerhalb des demokratischen Spektrums sind ja für irgendwelche anderen Leute vollkommen inakzeptabel, nicht? Also jetzt hatten wir da in Italien eine Parlamentswahl und da hat eine Partei gewonnen. Also ich interessiere mich jetzt nicht besonders für die Politik Italiens, aber da hat dann ganz Europa aufgeheult, dass das die falsche Partei war. Also die darf nicht gewählt werden. Naja, es dürfte eine demokratische Partei werden, deswegen ist sie angetreten und die Italiener haben sich dafür entschieden. Also, aber da, und ich weiß nicht, ob Sie wahrgenommen haben, wie viel Moral da drinnen war. Also wie viel Empörung. Nicht? Da hat ja sogar die von der Leyen, hat, glaube ich, gesagt, dass sie irgendwelche Maßnahmen jetzt treffen kann, dass diese Partei jetzt dann nicht, also das ist. Aber was am Ende herauskommt, ist Emotionalisierung, weil die Emotion differenziert nicht. Will ich nicht, also man kann total gegen, einverstanden, man kann gegen diese Partei sein. Aber im Bereich des demokratischen Spektrums muss ich aushalten, dass es diese Partei gibt und dass Menschen diese Partei wählen. Und vielleicht sollte ich sogar überlegen, warum wählen so viele Menschen? Was ist da Wahres dran? Oder was ist das Anliegen, dass so viele Menschen haben, dass die so viele Prozent haben? Weil das letzte Mal hatten die nicht so viele. Also so würde ich daran gehen. Aber einfach nur sagen, alles böse. Das passiert immer häufiger, oder mit Ungarn passiert dasselbe, nicht? Also diese Empörung zu sagen, boah, der hat über 50%, ganz, ganz böse. Ja, das ist in der Demokratie, hat man manchmal über 50%, kann passieren. Ja. Die Frage ist, ob wir da wieder herauskommen, weil es wird ja immer schlimmer, immer aggressiver. Und irgendwann kommt Aggression natürlich auch, ich möchte es gar nicht aussprechen, aber auf die Straßen. Wie können wir zurück? Also wir müssen die Eskalation lernen Ich sage das ständig, die Eskalation ist einfach, also bei diesem aggressiven Komplex gibt es kein Hinaus, wenn wir nicht lernen, eben in die Deeskalation zu gehen. Und das ist im Moment einfach nicht en vogue. Also es gibt immer mehr auch sprachliche Mechanismen, um die Deeskalation selber schlecht zu machen. Also ich wurde angegriffen, weil ich in der Corona-Zeit gesagt habe, wir brauchen Deeskalation. Weil wir brauchen wir nicht, sondern wir müssen eskalieren, weil die bösen anderen müssen, weiß ich nicht, irgendwas vernichtet oder was auch immer werden. Nicht, dass er vernichtet, hat keiner gesagt, aber nicht, dass Deeskalation schon
ein Verrat ist. Also mir kommt das auch so vor, wenn man bei der Ukraine sagt, das wäre gut, wenn dieser Krieg zu Ende wäre, dass da manche sagen, das ist uninteressant, also wir müssen den Krieg durchfighten und vernichten den Gegner und was auch immer. Nicht? Also Russland muss total entmilitarisiert werden, das war ja vor kurzem in den Medien. Nicht? Das ist Eskalation. Also mich stimmt, also dass das manche Leute sagen, das ist, war immer so, aber mich stimmt bedenklich, dass die Gesellschaft zu einem großen Teil hier mitläuft, weil sie nicht mehr in der Erfahrung hat, wohin führt Eskalation. Und wir haben ja eine schreckliche Geschichte hinter uns und wir wissen, wohin Eskalation führt. Nicht? Also das, die Dämonisierung des anderen ist ja Teil der Eskalation. Also ich glaube, je mehr Leute sich bewusst machen, wir wollen eigentlich nicht Eskalation, die Politiker alleine schaffen das nicht, sondern ich glaube, wir müssen gesellschaftlich irgendwie merken, also dieses Buch ist ja auch ein Beitrag dazu zu verstehen, wie laufen unsere Gefühle und wie können wir differenzierter. Aber ich meine, allein wenn ich sage, ich hasse jetzt, sagen wir mal, die Russen oder was auch immer, muss ich trotzdem sagen, ist es gerechtfertigt, ist es vernünftig und ist es gut, entspricht es meinen Werten? Will ich so ein Mensch sein? Will ich hassen? Will ich ein Volk hassen oder will ich das? Ist das mein Wesen? Und die meisten würden hoffentlich sagen, nein. Und ist es vernünftig, jetzt den Krieg weiter zu eskalieren? Nein, ist es nicht. Wir müssen da raus aus der Nummer. Irgendwie müssen wir raus und vielleicht gibt es keine gerechte Lösung, aber es muss eine Lösung geben. Die müssen aufhören, sich gegenseitig abzuschlachten. Das geht ja, das ist ja ein Flächenbrand. Ne?